Hallo und willkommen bei MyYugiOh TCG. Ja, es gibt nach längerer Zeit mal wieder ein Video auf diesem Kanal. Ich hatte ja ein bisschen mit der Uni zu tun und habe mir danach eine kleine Auszeit gegönnt. Ich habe jetzt allerdings auch ein paar Videos vorbereitet, die dann in nächster Zeit kommen werden. Ich möchte euch mehrere vollständige Sets zeigen, die ich gesammelt habe und auch generell so ein bisschen darüber sprechen. Außerdem wird in der nächsten Zeit ein Video kommen, wo ich über ein ja mittlerweile legendäres Turnier mit euch sprechen werde und über die Preiskarten, die man dort gewinnen konnte. Also seid gespannt. Heute geht es erstmal um die Starterbox, also das allererste Starterdeck, das von Yu-Gi-Oh! In Japan erschienen ist. Das ist nicht etwa so aufgebaut wie unsere Starterdecks Yugi und Kaiba, sondern ein völlig eigenständiges Deck. Es gab auch erstmal nur ein Deck. Und dieses Deck möchte ich euch gerne einmal zeigen. Dafür habe ich hier das Valuable Book aus Japan. Das ist auch aus dem Jahr 1999. Das ist insgesamt das zweite Yu-Gi-Oh! Set, welches Konami auf den Markt gebracht hat. Das erste ist das Booster Volume 1 gewesen, wo man unter anderem den dunklen Magier bekommen konnte. Ja, so sah diese Starterbox aus. Und man bekam gleich zwei Ultra-Rare-Karten in dieser Box. Das war dann zum einen der Flammenschwertkämpfer, zum anderen der blauäugige weiße Drache. Das waren Series One-Karten, dementsprechend keine Set-ID und kein silbernes Hologramm. Den blauäugigen weißen Drachen, den habe ich hier für euch, den habe ich ja in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das ist der allererste blauäugige weiße Drache, der überhaupt im OCG jemals erschienen ist. Also ist er quasi auch das Vorbild von dem weißen Drachen, den wir aus dem Starterdeck Kaiba kennen. Die absolut erste Auflage, eine wirklich schöne Karte, meiner Meinung nach sogar der schönste blauäugige weiße Drache, den es im Yu-Gi-Oh! Kartenspiel von Konami überhaupt gibt. Ja, man hat noch diverse Super Rare Karten bekommen, hier die Polymerisation, Berg und Raigeki. Dann sogar ein paar Rare-Karten. Das gibt es ja bei uns im TCG gar nicht, dass man da in irgendwelchen Starter- oder Structure-Decks dann Rare-Karten bekommt. Hier hat man zum Beispiel Wald, Ödland, Sogen und Umi, also die ganzen Spielfeldzauberkarten. Dann haben wir hier noch Yami in Rare. Und dann haben wir hier diverse Karten. Das hier ist zum Beispiel Felsenogre Grotto 1. Wir haben ja nur Felsenogre Grotto 2 im TCG bekommen. Diese Karte hier zum Beispiel hat es nie ins TCG geschafft. Dann haben wir hier Schlüsselstab, Strahl und Temperatur, der Nebelkönig. Diese Karte hat es auch nie ins TCG geschafft, genauso diese. Das hier ist Genin, das hier müsste Trent sein. Hier haben wir Kageningen, eine Karte, die es erst sehr spät ins TCG geschafft hat. Hinotama Seele, mystisches Schaf, ich glaube, das müsste die Nummer 2 sein. Zumindest hat sie im OCG keine Nummer. Also es kommt häufiger vor im OCG, dass Karten, die im TCG miteinander verknüpft sind, ebenso wie Geflügelter Drache, Hüter der Festung 1 und 2, die gehören im OCG gar nicht zusammen. Da haben wir zum Beispiel dann den Geflügelten Drachen, Hüter der Festung. Und der zweite heißt einfach nur Wyvern. Und weil die sich einfach so ähnlich sehen, hat man dann quasi im TCG im Namen dann diese Verbindung hergestellt. Diese Karte hier hat das auch nie ins TCG geschafft. Ihr merkt schon, die sind alle relativ schwach, was die Angriffs- und Verteidigungspunkte angeht. Der blauäugige weiße Drache ist mit seinen 3000 Angriffs- und 2500 Verteidigungspunkten da wirklich eine extrem starke Ausnahme. Dann haben wir diese Karten hier noch. Die haben es auch, diese beiden hier nicht ins TCG geschafft. Das hier ist noch der doppelschnäuzige dunkle Herrscher. Also wir haben hier sehr viele Karten, die im TCG dann in Legend of Blue Eyes White Dragon rausgekommen sind. Hier auch wieder zwei Karten, die es niemals ins TCG geschafft haben. Die hier müsste Snail heißen. Hier haben wir Masaki, den legendären Schwertkämpfer. Und das finde ich sehr cool hier mit dem Namen, dass der da sogar tatsächlich teilweise auf Englisch ist oder zumindest in unserer Schrift. Das hier ist der dunkle Necrolanzer, den gab es bei uns im Tournament Pack 8. Die hier ist auch OCG-exklusiv. Dann hier das Basisinsekt. Diese Karte hier heißt Hellbound, ist auch eine OCG-Exclusive-Karte. Hier haben wir den Flammenmanipulator, also zusammen mit Masaki, die Fusionsmateriale, um den Flammenschwertkämpfer, die zweitstärkste Karte aus diesem Deck, zu beschwören. Es geht weiter hier
Mit dem Mountain Warrior auch eine OCG-exklusive Karte und eine sehr besondere sogar. Die wird auf besonderen ja, Verkaufsplattformen für relativ hohes Geld gehandelt. Ich habe jetzt mal eine für ca. 20 € gesehen. Wird man über Japan aber sicherlich auch günstiger bekommen. Dann haben wir hier, der hieß Steinschmelzer, wenn ich mich nicht irre. Das hier ist auch wieder eine OCG-exklusive Karte. Hier haben wir den Unterweltler Spiegel 2 oder Unterweltler Reflektor hieß der. Das Monster Eye, wieder eine OCG-exklusive Karte. Dann hier wieder drei Karten, die wir aus Legend of Blue Eyes White Dragon kennen. Genauso diese hier. Und abschließend noch diese Karten hier, das Moyan Curry. Das ist ja zum Beispiel im TCG auch eine sehr teure und seltene Karte. Die ist nämlich zum Beispiel in dem World Championship Pack 11 erschienen. Also ein Pack, was 2011 anlässlich der Weltmeisterschaft kurzzeitig rausgegeben wurde. Da konnte man die ziehen. Sehr, sehr teure Karte. Hier Hinotama. Falle entfernen, Drachenfanggefäß und hier Zweiklauenangriff. Die einzigen Fallenkarten im allerersten Starter-Set. Jetzt ist es so, dass es noch eine besondere Auflage dieser Starterbox gegeben hat. Ihr habt jetzt quasi die reguläre Auflage zu Gesicht bekommen. Es gab noch diese Variante hier, die sogenannte Theatrical Release, erkennbar an diesem goldenen Symbol hier. Es gab ja die Season Zero, die nur in Japan ausgestrahlt wurde und sehr lose auf den ersten 7 Bänden des Mangas basiert, also noch vor dem Königreich der Duellanten spielt. Dazu gab es dann auch einen Kinofilm. Damals wurden auch noch Bandai-Karten vertrieben, aber es war dann schon absehbar, dass Konami jetzt ein eigenes Spiel auf den Markt bringen würde. Und da hat man dann eben anlässlich auch dieses Ding hier, dieses Set, rausgebracht. Und das enthielt folgende 5 Karten in Common. Den Aquamador, diese Karte Strafe des Albtraums, das 13. Grab, hier der hieß Herrscher des dunklen Abgrunds und hier die Schildkrötentiger oder Tigerschildkröte hieß die. Und diese 5 Karten waren nur in diesem Theatrical Release enthalten, wurden dann später in dem regulären Release durch 5 andere Karten ersetzt. Das waren dann auch einfach 5, die ihr vorhin gesehen habt. Welche genau, kann ich leider nicht sagen. Ja, diese Theatrical Release, die gab es nur 5000 Mal. Dementsprechend gibt es auch diese 5 Common-Karten nur 5000 Mal auf der Welt, sind mittlerweile auch sehr selten. Dann eine weitere und die letzte Starterbox-Karte ist diese hier, eine Super Rare-Karte, der keltische Wächter, auch wieder erkennbar. Keine Set-ID, kein Hologramm und eben Super Rare. Den gab es nur, wenn man die reguläre Starterbox vorbestellt hat. Und die Vorbesteller haben dann eben diese Box bekommen. Diese Box war natürlich dann in einer Folie eingepackt. Und in dieser Folie befand sich dann der keltische Wächter in Super Rare. Und den habe ich euch abschließend noch mitgebracht. Hier haben wir die Original-Vorbestellerkarte von 1999, vom März 1999, den keltischen Wächter in Super Rare. Ja, das ist wirklich ein tolles Stück Yu-Gi-Oh!-Geschichte, wie ich finde. Hier nochmal den Blue Eyes White Dragon, passend dazu. 2 Karten aus der ursprünglichen Starterbox. Ich mag die sehr gerne, sind beides wirklich absolut tolle Karten. Deswegen habe ich sie auch in solche Cases hier gepackt. Ja, die Vorstellung ist, dass ich mir dann irgendwann mal eine Vitrine kaufen werde, wenn ich ein bisschen mehr Platz zur Verfügung habe. Und dort werde ich dann meine Case-Karten reinstellen. Und unter anderem dann eben auch diese beiden Starterbox-Karten. Ja, das war's dann soweit mit dem heutigen Video. Ich habe jetzt alles gesagt, was es zur Starterbox zu sagen gibt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dieser Starterbox haltet. Ich persönlich würde sie gerne besitzen, egal jetzt ob eine Sealed Box, die ich dann natürlich auch sealed lassen würde, oder einfach nur die einzelnen Karten, um quasi das komplette Set zu besitzen. Es hätte mich absolut gereizt, mit diesen Karten auch mal zu spielen. Natürlich sind die aus heutiger Sicht absolut schlecht und auch die TCG-Starter-Decks sind dieser alten Starterbox natürlich weit, weit überlegen. Nichtsdestotrotz ist das einfach Yu-Gi-Oh! Geschichte. Ich mag es sehr gerne. Ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.